Heute will ich Eis mit einem Pelletier-Element herstellen. Ein Pelletier-Element ist ein elektrothermischer Wandler, der durch Stromfluss Energie von einer Seite auf die andere Seite befördert. Das heißt, lege ich 12 Volt Spannung an, wird eine Seite warm und die andere wird kalt. Das funktioniert aber nur kurz, denn das Pelletier-Element hat eine Leistungsaufnahme von 60 Watt und die müssen irgendwo hin. Bedeutet also, am Anfang wird eine Seite kalt und die andere heiß, dann heizt sich das gesamte Pelletier-Element aber auf und deswegen wird die eigentlich kalte Seite gar nicht mehr so kalt und die warme Seite wird relativ heiß. Denn eine Eigenschaft ist nämlich, dass nur 60 Grad Celsius Temperaturdifferenz erzeugt werden können. Heißt also, wenn ich diese eine Seite auf 60 Grad Celsius kühlen kann oder die Temperatur konstant halten kann, wird die andere Seite 0 Grad Celsius erreichen. Schaffe ich es dagegen, diese warme Seite nicht runterzukühlen, dass hier eine Temperatur von 100 Grad Celsius entsteht, wird die vermeintlich kalte Seite 40 Grad Celsius erreichen. Und dementsprechend ist es sinnvoll, Kühlkörper einzusetzen, um die warme Seite möglichst schnell und effizient runterzukühlen, um dann die kalte Seite wirklich richtig kalt werden zu lassen. Und das probieren wir jetzt mal aus. Als erstes muss ich die alte Wärmeleitpaste auf dem Kühlkörper und auf dem Pelletier-Element abwaschen, damit ich da neue auftragen kann. Das Pelletier-Element habe ich übrigens unter dem Video verlinkt. Die sind gar nicht so teuer, aber auch verdammt ineffizient. Denn die verbrauchen relativ viel Energie für eine Kühlleistung, die zwar beachtlich wirkt, aber die Abwärme ist dann doch relativ groß. Also einen Kühlschrank damit zu betreiben, ist nicht sehr effizient. Für kleine Bereiche sind die Pelletier-Elemente dann doch relativ gut geeignet. Hier sind jetzt, glaube ich, 40 auf 40 mm Fläche vorhanden. Und ja, das ist schon, da kann man den Bereich gut runterkühlen. Aber jetzt wirklich eine große Fläche, das ist wahnsinnig ineffizient. Für mich ist jetzt nicht ersichtlich, welche Seite warm und welche kalt wird. Deswegen schließe ich es mal ganz kurz an 12 Volt an. Und dann sollte sich eigentlich relativ schnell ermitteln lassen, welche Seite warm und welche kalt wird. Also Plus an Plus. Zack. Okay. Diese Seite wird sehr, sehr kalt, direkt gemerkt. Und die Seite wird warm. Und das Ganze bedeutet, hier muss jetzt der Kühlkörper auf die warme Seite. Heißt, ich kann das hier drauflegen. Also der Lüfter läuft schon mal bei 12 Volt. Praktischerweise ist das Pelletier-Element auch auf 12 Volt ausgelegt. Jetzt muss ich das nur erhöht hinstellen, damit die Luft auch von unten reinströmen kann. Das stelle ich jetzt hier drauf. Jetzt kann Luft von unten reinströmen. Und ich kann die Seite hier oben runterkühlen, indem ich das hier schon mal anschließe an Plus. Und jetzt muss ich eigentlich immer nur Minus an Masse legen. Genau, man sieht schon, es fließt sehr viel Strom. Und damit bedeutet das, jetzt läuft nur der Lüfter und jetzt läuft das Pelletier-Element. Starten wir mit der Temperaturmessung. Zu Beginn sind es etwa 23 Grad auf der zu kühlenden Seite. Strom fließt ab jetzt. Die Temperatur sinkt sehr schnell ab. Wir erreichen nach kurzer Zeit eine Temperatur von minus 20 Grad Celsius. Die warme Seite kommt trotz Kühlung mit Ventilator auf etwa 35 Grad Celsius. Das bedeutet, wir kommen auf eine Differenz von 55 Grad Celsius, die wir mit diesem Element erreichen können. Ich schalte den Strom ab und lasse die kalte Seite sich wieder aufwärmen. Jetzt gebe ich ein paar Tropfen Wasser auf die Oberfläche. Strom fließt ab dem Moment, wo das Bild wechselt. Bei dem C könnt ihr sehen, dass sich relativ schnell Eis bildet und die gesamte Fläche auch nur kurze Zeit später komplett zu Eis geworden ist. Das Witzige ist jetzt, ich habe hier noch einen Stirling-Motor, den hatte ich schon mal gezeigt und den mit Trockeneis laufen lassen. Die obere Seite, wenn die gekühlt wird, kann dieser Stirling-Motor laufen, genauso wenn die untere Seite aufgewärmt wird. Und die Abwärme von diesen Pelletier-Elementen ist so groß, dass man hier
diesen Stirling-Motor zum Laufen bringen kann. Ich bekomme immer mal wieder die Frage von euch, wo man diese Art von T-Shirts kaufen kann. Und die sind unter dem Video verlinkt. Da sind 3, 4 Bildchen und da könnt ihr draufklicken. Das ist dann über den YouTube-Shop und da gibt es dann mehrere Varianten in verschiedenen Größen. Und wenn ihr weitere Videos sehen wollt, dann vergesst nicht zu abonnieren, damit ihr keines der weiteren Videos mehr verpasst.